Ja, für die Ermittler sind zu diesem Zeitpunkt natürlich viele Szenarien denkbar gewesen. Wurde sie außer Landes geschafft? Lebt sie überhaupt noch? Dass die Sorge nicht unbegründet war, das zeigten dann die Aussagen mehrerer Zeugen. Sie hatten nämlich in der Tat nach Schüsse gehört. Also das mediale Interesse bundesweit war natürlich immens, weil es ja halt ein sogenannter Ehrenmord war. Ein Verbrechen, bei dem oft ein männliches Familienmitglied, eine Frau oder ein Mädchen aus der Familie aus einem nichtigen Anlass tötet. Richter Michael Reinecke, der spricht von einem Mord mit Ansage, einer Hinrichtung. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der Neuen Westfälischen. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über ein Verbrechen, das vor allem wegen des Motivs für Entsetzen sorgte. Der Mord an Arsur Ö., einer 18-jährigen Jesidin aus Detmold. 1. November 2011. Die 18-jährige Arsur Ö. wird in Detmold von ihrer Familie entführt. Und das nur, weil ihre Beziehung nicht toleriert wird. Zwar war sie zuvor der gewalttätigen Familie entflohen, doch sie finden sie. Ihre Leiche wird schließlich am 13. Januar 2012 in einem Gebüsch auf einem Golfplatz in Schleswig-Holstein entdeckt. Die Todesursache gibt die Staatsanwaltschaft erst einen Monat später bekannt. Der Mord an der 18-jährigen Arsur Ö. aus Detmold sorgte vor fast genau 10 Jahren bundesweit für Schlagzeilen. Um darüber zu sprechen, ist heute Jobst Lüdeking zu Gast, der in die ersten Recherchen nach Arsus Verschwinden eingebunden war. Für euch bin ich heute wieder der Ostwestfälle-Moderator. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jobst. Hallo Frank, ich grüße dich. Jobst, der Tod von Arsur hat ja eine lange Vorgeschichte. Wie war denn die Situation vor der Tat? Es ist eigentlich die Geschichte eines gerade mal 18-jährigen Mädchens, das Leben und auch lieben will und dass dieser eigentlich ganz normale Wunsch für sie das Todesurteil bedeutete. Also junge Frau bzw. ein Mädchen, sie besuchte bis 2010 eine Gesamtschule in Detmold, ist also ganz normal zur Schule gegangen, war dann später auf einem Berufskolleg. Sie jobbte in einer Bäckerei und hat sich damit ein paar Euro dazu verdient. Und dann ist es so, wie in vielen Fällen, dort lernt sie einen Mann kennen. Das Problem ist nur, dieser junge Mann, damals dort angestellt, der entspricht also gar nicht dem strengen Bild ihrer jesidischen Familie. Aber die beiden verlieben sich und das führt dann eben halt schließlich zur Katastrophe. Die Familie lehnt die Verbindung so rigoros ab, dass die junge Frau dann nachher Opfer von Gewalt und dann auch getötet wird. Sie entschließt sich also dann doch zu fliehen. Hat das geklappt im ersten Moment? Ja, zunächst hat das geklappt. Sie ist dann also abgetaucht, sie hat ihr Aussehen geändert, hat sogar ihren Namen geändert. Sie hat ihre Haare gefärbt, sie hatte so, wenn ich mich recht erinnere, so rotblonde oder blonde Haare statt lange schwarze. Und sie hatte Zuflucht in einem Frauenhaus in einem Nachbarkreis von Lippe gefunden. Ja, und sie wollte eigentlich die Regeln der jesidischen Familie, aus der sie eigentlich stammt, nicht mehr einhalten. Das ist immer schwierig mit den verschiedenen Kulturkreisen. Wir haben sowas ja auch öfter dann gesehen, dass die Familie dann da doch sehr hinterher ist und sie auch finden will. Und es war ja so, dass am 1. November 2011 finden die Geschwister Arsur dann schließlich. Wie sind sie ihr denn da auf die Spur gekommen? Was ist da passiert? Das ist angeblich ein Zufall gewesen. Also einer der Brüder hatte Arsur am Tattag und späteren Tattag an der Tankstelle zusammen mit ihrem Freund gesehen und ist den beiden dann mit dem Auto bis zur Wohnung gefolgt. Und dann entwickelte sich daraus halt eben diese Entführung und später der Mord. Also am 1. November standen dann also mitten in der Nacht gegen 1.30 Uhr 5 Personen vor der Wohnung dieses jungen Mannes, dringen in die Wohnung ein und wie sich dann eben halt später in den Ermittlungen herausstellt, sind das Arsurs Geschwister. Einer ihrer Brüder hat eine Schusswaffe dabei. Alle 5 gehen eigentlich ziemlich brutal vor, schlagen die junge Frau, schlagen auch ihren Freund nieder. Er bekommt eine Flasche über den Kopf gezogen, sie brechen ihm einen Finger. So, Arsur klammert sich noch an ihren Freund, hat aber keine Chance mehr und die Geschwister zerren sie ins Auto und schaffen sie weg.
Die junge Frau hat sich dann noch gewehrt und ihr schwerverletzter Freund ruft also auch noch in der Nacht die Polizei an und die beginnt sofort mit ihren Ermittlungen. Und es sah dann so aus, dass bereits am frühen Morgen ein Polizeihubschrauber über einem Waldstück zwischen den Detmolder Ortsteilen Mosebeck und dem Blomberger Dorf Dalborn kreiste. Dort war nämlich in der Funkzelle das letzte Mal das Handy der jungen Frau geortet worden. Und jetzt nahm man an, dass sie möglicherweise dort irgendwo versteckt sein konnte. Die Ermittlungen waren damals, weil es ja sich halt auch schon um eine Art Entführung bzw. Geiselnahme handelte, durch die Polizei in Bielefeld übernommen worden. Also sehr brutal ist dann die Familie gegen ihre Schwester ja in dem Sinne dann vorgegangen. Es gab ja zunächst keine Spur. Hatte die Polizei Hoffnung, sie noch lebend zu finden? Ja, für die Ermittler sind zu diesem Zeitpunkt natürlich viele Szenarien denkbar gewesen. Wurde sie außer Landes geschafft? Lebt sie überhaupt noch? Dass die Sorge nicht unbegründet war, das zeigten dann die Aussagen mehrerer Zeugen. Sie hatten nämlich in der Tatnacht Schüsse gehört. Eben halt in einem Waldstück im Osten Detmolds, auch eben halt in diesem Bereich des Knicks. Später hat sich dann rausgestellt, dass es ein Jäger war, der dort Schüsse abgegeben hatte oder einen Schuss abgegeben hatte. Und das Problem ist einfach nur, wirkliche Antworten können die Ermittler zu diesem Zeitpunkt eben halt auch nicht geben. Die junge Frau bleibt verschwunden. Und ja, ich denke mal so etwa 4 Wochen später haben wir dann also auch getitelt, kaum Hoffnung für Asu. Mhm. Denn die Ermittler gingen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr davon aus, dass die junge Frau noch lebt. Was dann kam, war dann natürlich auch nochmal eine bundesweite Öffentlichkeitsverhandlung. Unter anderem wurde in der Sendung Aktenzeichen XY im ZDF auf den Fall hingewiesen. Und, das ist auch noch ganz wichtig, es wurde auch in der Türkei nach der jungen Frau gesucht. Warum waren denn diese Ermittlungen so schwierig? Weil ich denke mal, die Täter hatte man ja schon. Ja, das Problem ist natürlich nur, es gab nur einige Anhaltspunkte, wo gesucht werden konnte. Darüber hinaus gab es das persönliche Umfeld der Familie und es gab natürlich das, was Polizisten in dem Zusammenhang immer wieder machen. Sie erstellen Bewegungsprofile. So, aber diese Punkte sind dann auch irgendwann mal abgearbeitet. Mhm. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Die Familie hat natürlich, wenn ich mich recht erinnere, nichts, aber auch wirklich gar nichts dazu beigetragen, die junge Frau zu finden. Also in den Verhören kam dann mehr oder weniger erstmal nichts bei raus. Wie gesagt, die Täter waren ja bekannt an der Stelle. Die Anteilnahme in Detmold war seinerzeit sehr groß. Wie war diese Zeit dieser Ungewissheit, dass man noch gesucht hatte? Haben die Leute ihre Anteilnahme ausgedrückt? Ja, die Bestürzung war natürlich sehr groß, dass sowas in einer Stadt wie Detmold passieren konnte. Es gab Kundgebungen, später gab es auch einen Trauermarsch und natürlich immer wieder öffentliche Diskussionen über das Thema Ehrenmord und natürlich über die Frage, wie junge Frauen überhaupt geschützt werden konnten. Ein Thema, was wir auch schon im Podcast besprochen hatten, auch bei verschiedenen Fällen. Ja, also diese Femizide kommen ja doch häufiger vor. Einige Monate später wird ja dann doch die Leiche gefunden. Am 13. Januar 2012 ist dann klar, Arzur wurde umgebracht. Wo wurde sie denn gefunden? 276 Kilometer von Detmold entfernt und zwar in Großensee in Schleswig-Holstein. Und da machen eben halt 2 Mitarbeiter des örtlichen Golfplatzes ihre Runden und in einem Gebüsch entdecken sie dann die sterblichen Überreste der jungen Frau. Es ist dann gleich ein Verdacht da, um wen es sich handeln könnte, aber letztendlich ergibt dann der DNA-Abgleich die Gewissheit, das ist Asu und sie wurde regelrecht hingerichtet, sie ist durch 2 Kopfschüsse gestorben. Wie ist die Leiche dorthin gekommen? Hat man das hinterher aufgeklärt? Ja, also man weiß, dass der Fundort nicht der Tatort ist, aber es ist eigentlich auch noch klar, dass die Täter eben halt einen Wirtschaftsweg genutzt haben, auf den sie gefahren sind. Aber es ist eigentlich relativ wenig bekannt darüber, wo sie erschossen wurde und wer sie dorthin gebracht hat. Aber diese ganze Familienmord, was kam denn hinterher raus? Was wissen wir über ihre Familie? Werbung. Die dunkle Jahreszeit birgt Herausforderungen für die Sicherheit. Es ist die Hochsaison für Einbrecher und auch offenes Feuer durch Kerzen oder den Kamin bringt Risiken mit sich. Sicherheitsexperte Abus entwickelt innovative Lösungen, um die Sicherheit des eigenen Zuhauses vom Keller bis zum Dach zu gewährleisten. Außerdem stellt Abus nützliche Tipps und Informationen zusammen, um Gefahren vorzubeugen.
Schau dafür einfach auf abus.info/truecrime vorbei. So kannst du mit Abus sicher und entspannt die gemütliche Jahreszeit genießen. Werbung Ende. Eigentlich ein ganz normales Mädchen zunächst mal. Sie wird 1993 in Detmold geboren, ist eines von 10 Kindern. So, ihre Eltern sind kurz vor ihrer Geburt aus Südostanatolien nach Ostwestfalen gekommen. Sie sind jesidische Kurden. Und wie häufig in der Familie oder in anderen Familien, damals herrschen dort spezielle Regeln, zum Beispiel was das Heiraten angeht. Und jetzt muss man ganz kurz einen Exkurs machen. Das Jesidentum ist eine uralte, möglicherweise noch auf die Zeit des antiken Perserreichs zurückgehende Religion, also deutlich älter als das Christentum. Dem jesidischen Glaubens, das ist übrigens eine monotheistische Religion, wie auch das Christentum oder das Judentum und der Islam, dem kann man nicht beitreten. So, man wird nur hineingeboren und eine Heirat von Jesiden, egal ob nun Mann oder Frau mit Nicht-Jesiden, kann dann zum Ausschluss aus dieser Gemeinschaft führen. So heißt es. Ich habe mich also mittlerweile mit vielen jungen Jesiden unterhalten, die sagen mir, das ist eigentlich Kappes. Das handhaben wir deutlich anders. Aber offenbar ist das halt eben in der Familie von Asu nach wie vor noch ein ungeschriebenes Gesetz. Asu besucht dann bis 2010 eine Gesamtschule in Detmold, geht später auf ein Berufskolleg und arbeitet, wie gesagt, an den Wochenenden in der Bäckerei und arbeitet dort auf 400-Euro-Basis. Ja, dort lernt sie halt eben ihren Freund kennen. Der ist 23 zum damaligen Zeitpunkt, hat eine Ausbildung bereits absolviert, aber er passt halt eben nicht in das Bild der Familie. Also sowas sorgt ja immer für großes Unverständnis, auch in unserem Kulturkreis, wenn die da so aufeinander prallen, solche Gedanken, dass Geschwister zu Mördern wären. Ich stelle mir das auch für die Mutter unbegreiflich vor, die dann sozusagen eine Tochter ja auch verliert. Das ist schwer fassbar, schwer greifbar immer. Wie kann so eine Beziehung dann am Ende doch zu so einem Mord führen? In den Vernehmungen hieß es eigentlich immer, wir wollten ihr angeblich, oder sagten die Geschwister, wir wollten ihr nur Angst machen. Und ich persönlich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass sie ihre Schwester nicht geliebt haben. Aber, und das ist auch meine ganz persönliche Erklärung, dieser innerfamiliäre Konflikt wird sich immer weiter aufgeschaukelt haben. Und was auch dazu kam, ist, dass die Familie, dass man innerhalb der Familie wohl glaubte, das Gesicht gegenüber den anderen jesidischen Familien zu verlieren. Es hieß dann wohl, dass man sich zum Beispiel nicht mehr bei einer Hochzeit blicken lassen könne und ja de facto dadurch, dass Asu ausscherte, im sozialen Abseits stehen würde. Und dramatisch ist ja auch, du hattest es am Anfang schon gesagt, sie ist ja mehr oder weniger auch geflohen, hatte Schutz gesucht in einem Frauenhaus kurzzeitig. Es gab ja so eine Vorahnung. Trotzdem konnte sie nicht beschützt werden am Ende. Was ist da schiefgelaufen? Es ist natürlich schwer zu sagen und in dem Bereich ist es ja sehr schwierig, jeder jungen Frau, die bedroht wird, auch polizeilichen Schutz zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, sie war im Frauenhaus in Paderborn und sie hatten es eigentlich auch bis dato geschafft, sich heimlich zu treffen. Beim Tattag waren sie dann offensichtlich unvorsichtig geworden und trafen sich dann auch in der Detmolder Wohnung des Freundes. Und die hatte die Familie dann ja, wie ich schon eben zu Anfang sagte, bereits im Visier. Dann kam es eben zu dieser schrecklichen Tat. Das Ganze wurde im April oder ab April dann vor Gericht verhandelt, vor dem Detmolder Landgericht. Wie war das? Also das mediale Interesse bundesweit war natürlich immens, weil es ja halt ein sogenannter Ehrenmord war. Ein Verbrechen, bei dem oft ein männliches Familienmitglied, eine Frau oder ein Mädchen aus der Familie aus einem nichtigen Anlass tötet. Und wenn man jetzt mal weitergeht, dann muss man ja sagen, so häufig findet das nicht statt. Andererseits ist es so, wenn man jetzt alleine mal die Definition sehr weit auslegt, dann haben wir zum gleichen Zeitpunkt im Jahr etwa 30 ähnlich gelagerte Verbrechen in Deutschland gehabt. Viele waren aber eben halt öffentlich nicht so registriert worden wie der Fall der jungen Frau, also wie der Fall von Asu. Der 22-jährige Bruder hatte dann zum Prozessauftakt gestanden, seine Schwester mit 2 Kopfschüssen getötet zu haben. Kam das Geständnis überraschend oder war das nur, dass es einer muss die Schuld auf sich nehmen oder so? Ja, das muss ich jetzt so aus meiner sehr subjektiven Sicht mit einem klaren Jein beantworten.
Ich kann mich in einen ähnlichen Fall erinnern, in dem dann beispielsweise das jüngste Familienmitglied, teils sogar noch unter Jugendstrafrecht fallend, eine Tat eingeräumt hat. Eben halt auch in dem Glauben, dass ihn die geringste Strafe erwartet und seine Geschwister so weniger Probleme haben. Andererseits kann es durchaus so gewesen sein, dass er reinen Tisch machen wollte, sein Gewissen erleichtern und seinen Geschwistern auch eine längere Haftstrafe ersparen wollte. So, am ersten Prozesstag hat er dann ja auch eingeräumt, geschossen zu haben, und er schildert das dann so, dass Aso ihn beleidigt und bespuckt habe und er habe dann die Kontrolle verloren. Allerdings bleibt eine Frage offen: Warum hat er die Waffe mitgenommen? Und da sagt er, das wisse er eigentlich nicht mehr. Und was dazu kommt, ist natürlich auch die älteste Schwester. Die sagt, man habe Aso nur aus der Familie ausschließen und ihr den Kopf waschen wollen. Den ursprünglichen Plan, zu den Brüdern, zu weiteren Verwandten nach Steinheim zu fahren, habe man da geändert, da man dann fürchtete, die Polizei könne ihnen auf den Fersen sein. Und das Gericht sieht dann eben halt auch neben dem Täter diese ältere Schwester als eine der treibenden Kräfte hinter der Entführung an. Sie hatte nämlich einige Stunden vor der Tat Asos Stimme aus der Wohnung ihres Freundes gehört und dann halt die Brüder zusammengetrommelt. Und was dazu kommt, ist natürlich auch, die Aussagen der Zeugen und der Geschwister zeichnen im Prozess eigentlich ganz unterschiedliche Bilder ein und derselben Familie. Nach außen hin habe die jesidische Religion nie eine Rolle gespielt. Die Familie galt als gut integriert. Wenn ich mich also recht erinnere, hatten alle Geschwister von Aso eine Schulausbildung abgeschlossen. Die hatten eine Ausbildung gemacht, die standen im Job. Und die älteste Schwester hatte ein Abi, die hatte eine Ausbildung bei einer Detmolder Behörde gemacht. Und jetzt nur am Rande bemerkt, das hat sie dann allerdings auch genutzt, um in Datenbanken nach ihrer Schwester zu fahnden. Das ist eigentlich unklar, ob sie dabei Erfolg hatte. Meine Oma sagte immer, unter jedem Dach ein Ach. Es gab doch relativ viel Gewalt, auch in der Vorgeschichte. Das kam ja auch in dem Prozess zutage. Was musste die junge Frau erleiden? Ich will mich da einfach nur mal auf eine Sache fokussieren, die eigentlich nur schwer nachvollziehbar ist. Also ein junges Mädchen bekommt von ihrem Freund einen Strauß Rosen geschickt. Ich würde mal sagen, die meisten jungen Frauen würden sich darüber immens freuen. Für Aso war das ein Problem, denn sie konnte ihren Eltern ja nicht sagen, dass sie sich verliebt hatte. Diese Beziehung führte dann halt eben auch immer wieder zu Gewalt. Am 27. August 2011 zum Beispiel, als dann klar war, dass es diese verbotene Beziehung gibt, da ist sie von ihrem Vater und einem Bruder einige Tage festgehalten und mit einem Stock verprügelt worden. Die junge Frau hat da zahlreiche Hämatome im Gesicht und am ganzen Körper erlitten. Also eigentlich unvorstellbar. Unvorstellbar, ja, absolut unvorstellbar. Das Gericht hat ja verhandelt, und wie ist zu welchem Urteil ist man dann am Ende gekommen? Richter Michael Reinecke, der spricht von einem Mord mit Ansage, einer Hinrichtung und einem Ehrenmord. Dass Aso nur der Kopf gewaschen werden sollte, ist für ihn kaum glaubhaft. Und der geständige Bruder, damals 22, der muss wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis. Die Schwester und ein weiterer Bruder müssen wegen Beihilfe für 10 Jahre hinter Gitter. Die zwei anderen Brüder werden wegen Geiselnahme für 5 Jahre ins Gefängnis geschickt. Und wie gesagt, gerade die älteste Schwester soll ja halt eben in diesem Verfahren auch eine Schlüsselrolle gespielt haben. Und jetzt kommt eigentlich eine Besonderheit des Verfahrens, die das Detmolder-Verfahren auszeichnet. Gut ein Jahr später wird Asos Vater verurteilt, und zwar wegen Beihilfe zum Mord durch Unterlassen sowie wegen gefährlicher Körperverletzung. Er muss 6,5 Jahre in Haft und hat diese Strafe wohl bis zum letzten Tag abgesessen. Kurz darauf verurteilt das Landgericht Detmold die Mutter von Aso per Strafbefehl zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr auf Bewährung. Das ist etwas, was in diesen Ehrenmordverfahren eigentlich meist ungewöhnlich ist, dass man versucht, an die, ich sage jetzt mal, treibenden Kräfte heranzukommen. Ja, sozusagen an die Hintermänner, wenn man so will, ja, beziehungsweise an die Familienoberhäupter an der Stelle. Da hat das Gericht aber auch, wie sagt man unter Juristen, manchmal salopp ordentlich zugelangt und hat also da auch hohe Strafen dafür ausgesprochen, die natürlich auch gerechtfertigt sind. Mhm. In einigen Fragen ist aber der Prozess ungeklärt. Was konnte nicht aufgeklärt werden? Ja, es bleiben natürlich offene Fragen wie die Tathintergründe oder
die Frage, was genau in der Nacht passiert ist, wo Asu tatsächlich gestorben ist, wo die Leiche oder beziehungsweise wie die Leiche transportiert wurde und was mit der Mordwaffe passiert ist. Auf die Aussagen der Geschwister scheint sich das Gericht eben halt abschließend nicht stützen zu wollen. Vielleicht, weil der Richter wusste oder beziehungsweise die Kammer wusste, dass in der Familie andere archaische Regeln geherrscht haben. Und um das nochmal zu sagen, hätte zum Beispiel der Vater nur ein einziges Wort gesagt, so die Überzeugung damals des Gerichts, wäre es nicht zu dem Mord gekommen. Werbung. Frauen in Führungspositionen sind immer noch selten? Wir bei BASF wollen das ändern. Unser klares Ziel ist es, bis 2030 den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu steigern. Auf 30% und das weltweit. Wie? Indem wir ein sicheres und inspirierendes Arbeitsumfeld schaffen. Wir bieten internationale Karrieremöglichkeiten sowie flexible Arbeitsmodelle, um berufliche Ziele und Privatleben zu vereinbaren. Gestalte aktiv deine Zukunft bei BASF und entdecke vielfältige Karrierechancen unter basf.com/karriere. Werbung Ende. Also sehr ungewöhnlich, dass auch die Familie in, als Ganzes auch dafür bestraft und auch hinter Gitter gekommen ist, beziehungsweise ja eine Strafe verhängt wurde. Wie würdest du das einordnen? Ist das ja auch mal so ein Zeichen gewesen von der deutschen Justiz, dass sowas eben nicht geht hier bei uns? Ich würde es jetzt nicht als Zeichen der deutschen Justiz werten, sondern ich denke mal, dass es die Möglichkeit gab, da ein Delikt, ein Fehlverhalten zu ahnden, eine Straftat zu ahnden. Man muss sich das so vorstellen, dass zum Beispiel in dem Verfahren gegen den Vater ein Gutachter, ein Religionsgutachter zum Einsatz kam. Und der hat dann also auch noch mal ganz kurz erklärt, wie die patriarchalen Strukturen in einer solchen Familie laufen. Das heißt also, der Vater ist das absolute Oberhaupt und hat halt eben auch die Entscheidungsgewalt. Das heißt also, um es noch mal zu sagen, hätte er sich nur mit einem einzigen Wort geäußert, hätten die fünf Geschwister die Tat nicht begangen. Das muss man einfach wissen. Es ist sehr, wie gesagt, für uns auch sehr unvorstellbar, dass man auch seine eigenen Kinder dann mehr oder weniger in den Tod schickt. Eigentlich unbegreiflich. Nur ist das Ganze schon eine Weile her. Die Gefängnisstrafen wurden ausgesprochen. Was ist aus der Familie geworden? Sind die Strafen schon abgesessen? Zum größten Teil ja. Die Geschwister sind mittlerweile alle wieder auf freiem Fuß. Die haben die Möglichkeit gehabt, nach der Verbüßung 3/4 ihrer Strafen beziehungsweise ihrer Gefängnisstrafen entlassen zu werden. Dann gibt es ein spezielles Verfahren. Und bei dem Schützen ist es wohl so, der hat ja lebenslänglich bekommen. Das heißt also, der müsste jetzt in den nächsten Jahren mit seiner Freilassung rechnen, nach 15 Jahren. Also die Verurteilung war 2012. Das heißt, 2027 könnte er möglicherweise auf freien Fuß kommen, beziehungsweise 2026, je nach der Frage, wann er inhaftiert wurde. Das Verfahren dafür würde wahrscheinlich 2024, 2025 anlaufen. Es gibt dann also eine spezielle Begutachtung, da guckt man drauf und stellt dann eine Prognose, wie der sich weiterhin verhalten wird. Nach dem, was ich gehört habe, sollen eigentlich einige der Beteiligten oder eine der Beteiligten sich ganz aus der Familie zurückgezogen haben. Ob dem so ist, kann ich aber eben halt nicht sagen. Jups, eins würde mich noch interessieren, du warst relativ zeitig mit dem Fall befasst. Wie war das so in der Anfangszeit? Ja, da ist es ja immer dann besonders aufregend, man will was erfahren, Polizei hin und her. Wen fragt man, wen kennt man? Wie war das? Das Problem fing damit an, dass wir durch Zufall erfahren hatten, dass es eben halt diese Suchaktion in diesem Waldstück gab. Und bis dato war eigentlich noch gar nichts bekannt. Und die Ermittler haben eigentlich auch immer versucht, da den Deckel drauf zu halten, weil sie halt eben auch die Hoffnung hatten, Asu lebend zu finden. Das heißt aber, das gilt für viele andere Verfahren auch. In dem Moment, wo eine frühe Pressebeteiligung da ist, gibt es bei vielen Ermittlern auch die Furcht, dass eine Veröffentlichung gegebenenfalls die weiteren Ermittlungen negativ beeinträchtigen. Vielen Dank für diesen Rückblick in diesen Fall und nochmal für die detaillierte Darstellung dieses ganzen Geschehens. Vielen Dank, Jobst. Ja, Frank, vielen Dank dir auch und bis demnächst. Eine Familie,
die ihre eigene Tochter und Schwester umbringt, weil sie sich in den angeblich falschen Mann verliebt hat? Der Fall Arsur Ö ist auch 10 Jahre nach der Tat nicht nachvollziehbar. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Björn Kenter und Phyllis Frieling. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ost-West-Fälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcast@nw.de. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald. Hallo, ich bin Tim Schmutzler und das hier ist der Slash. Und wir zwei machen den Hundetalk. Also er spricht meistens mit seinem Spieli und ich mit interessanten Hundemenschen. Wir sprechen über alle Themen, die einem im Laufe eines Hundelebens begegnen. Ja, Slashy, auch über Spielis. Den Hundetalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de. Podcast? Ja, mache ich auch. Gut, vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcastfabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcastfabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.